Ja, meine Damen und Herren, die Wirtschaftsweisen haben unterstrichen, dass Sorgen hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung begründet sind. Die Bundesregierung muss jetzt einen Wirtschaftsturbo zünden. Wir brauchen die volle Verrechnung der Verluste dieses Jahres mit den Gewinnen der Jahre 2019 und 2018. Die Zahlungsfähigkeit der Betriebe muss auch in Corona-Zeiten erhalten bleiben. Es macht keinen Sinn, dass der Staat jetzt Steuern eintreibt für Boomjahre, während Betriebe gleichzeitig um das Überleben kämpfen. Und wir brauchen mit Blick auf die Stärkung der Investitionen jetzt endlich den Einstieg in eine ohnehin überfällige Steuerreform. Das Beste, was man tun kann, um Zuversicht in die Wirtschaft, in die Betriebe zu bringen, das ist die Perspektive, dass die zukünftige Steuerlast geringer ist und dass Investitionen sich lohnen. Jetzt in diesem Herbst geht es darum, sicherzustellen, dass die Betriebe über die schwierige Zeit kommen und dann im Frühjahr auch gut durchstarten können, damit wir nicht Zeugen einer Pleitewelle oder stark gestiegener, vielleicht sogar massenhafter Arbeitslosigkeit werden. Die Einzelmaßnahmen und Soforthilfen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, das war in der Krisenintervention richtig, aber jetzt brauchen wir langfristig nachhaltig wirksame Maßnahmen, damit die Wirtschaft nicht in eine noch tiefere Wirtschaftskrise hineinschlittert. Und zum Zweiten sind wir gespannt auf die Ergebnisse der Beratungen der Bundeskanzlerin mit den Chefinnen und Chefs der Regierungen in den Ländern. Wir müssen uns auf die Maßnahmen konzentrieren, die wirklich wirksam sind. Ein Beherbergungsverbot, das ist eine unzumutbare und unverhältnismäßige Einschränkung der Freiheit der Menschen in Deutschland. Was wir brauchen, ist eine Begrenzung der wirklichen Gesundheitsrisiken durch Partys und durch Massenveranstaltungen ohne Hygiene und Abstand. Die Regierungen sollen sich darauf konzentrieren, die wirklichen Gesundheitsrisiken zu begrenzen. Aber wenn eine Familie aus Berlin im Schwarzwald Urlaub machen will, dann ist das für die Pandemie keine Gefahr, erst recht nicht, wenn auf Hygiene und Abstand geachtet wird. Wir halten die Einschränkung der Freizügigkeit in Deutschland und ein pauschales Beherbergungsverbot für verfassungswidrig. Das sollten die Regierungen rasch aus der Welt schaffen. Stattdessen brauchen wir eine Kontrolle von Veranstaltungen und privaten Zusammenkünften. Das begrenzt nämlich wirklich das Infektionsrisiko. Darauf sollten die Regierungen sich konzentrieren. Sonst wird das rechtlich geprüft werden. Dann kann man auch Verfahren vor den Gerichten nicht ausschließen. Wir erwarten von den Beratungen im Kanzleramt erstens einheitliche Regeln für Deutschland, was wann bei welchen Zahlen passiert. Zweitens, das Beherbergungsverbot muss aufgehoben werden. Die Freizügigkeit der Menschen muss gewahrt bleiben. Das ist unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig. Und drittens, und das deutet sich ja an, wäre es richtig, sich zu konzentrieren auf private Veranstaltungen, insbesondere Massenzusammenkünfte ohne Hygiene und Abstand. Davon geht die Infektionsgefahr aus und das muss unterbunden werden, damit es nicht zu einem zweiten Lockdown kommt. Was halten Sie von der Sperrstunde? Das ist auch eine Maßnahme, über die man nachdenken kann. In der Abwägung halte ich sie zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht für erforderlich, denn wer auf Hygiene und Abstand achtet um 23.45 Uhr beim Italiener, darf doch auch noch ein weiteres Glas Rotwein bestellen. Davon geht kein Risiko aus. Ein Risiko geht davon aus, wenn Dutzende Menschen ohne Abstand, ohne Maske zu einem Besäufnis zusammenkommen. Das Beste, was man tun kann für Hotellerie und Gastronomie, ist, dieses Beherbergungsverbot abzuschaffen. Das darf gar nicht kommen. Und was sinnvoll wäre, ist, alle Verluste dieses Jahres mit den Gewinnen der Jahre 2018 und 2019 zu verrechnen. Das wäre ein mutiger Schritt, der würde allen Branchen, auch den Solo-Selbstständigen, helfen. Immer neue Soforthilfen können den Stillstand des Landes nicht überbrücken. Ja, vielleicht ist auch nicht das wirksamste Instrument. Deshalb plädieren wir schon sehr lange dafür, unsere Finanzbehörden zu nutzen. Die haben die Daten verfügbar. Und wie ich sagte, es macht keinen Sinn, jetzt Steuern
einzufordern für die Boomjahre 2018 und 2019, während gleichzeitig ein Betrieb ums Überleben kämpft im Jahr 2020. Dann vielen Dank. Vielen Dank, bleiben Sie gesund.